So, hallo, da sind wir wieder, 13. Wir sind noch immer auf dem Weg ins Chalet. Spring Kim durch die Hintertür. Wir landen mit dem Helikopter in der Nähe. Und wir bringen Kim durch die Hintertür. Wir haben aber keine Kim bei uns. Also, die wird jetzt wahrscheinlich da vorne abgesetzt irgendwo, denke ich mal. Oh, das ist das Chalet. Chalet, Chalet, Lelole. Hintertür? Okay, ich muss scheinbar durch die Vordertür, um zur Hintertür zu kommen. Klingt logisch. Wie öffne ich die? Ah, mit E, alles klar. Keine Bewegung. Ja. Oh mein Gott, du lebst. Obviously. Kim, das Mädchen auf dem Foto. Ah, das ist Kim, alles klar. Der Chirurg hat fantastische Arbeit geleistet. Er kommt zu sich. Erhöhen Sie die Sufentamilmenge. Soll ich mit der Tätowierung anfangen? Legen Sie los. Wie fühlst du dich, mein Junge? Dies ist die Witwe von Steve Rowland, dessen Identität du angenommen hast. Steve war Nummer 13. Ich war 17. Die Köpfe der Verschwörung haben meinen Mann von Mongoose ermorden lassen. Aber Steve ist es gelungen, sich herzuschleppen, bevor er starb. Geile Audioqualität. Eines Tages werde ich die Gesichter kennen, die ihn verraten haben. Ich will sie alle haben. Alle? Hörst du? Von Nummer 1 bis 20. Und ich will wissen, welcher Mistkerl den Mord an meinem Freund Sheridan in Auftrag gegeben hat. Und warum? Huh. Wenn Steves Geist zu spucken beginnt, werden sie Fehler begehen. Zu spucken? Möglicherweise merken sie aber auch, dass du sie betrogen hast, Kim. Oh, ich kann gehen. Yay. Was gibt's hier? Ich habe immer eine Waffe in Reichweite. Für alle Fälle. Oh, sehr klug von dir. Ja, ja. Hey, kannst du mich verstehen? Hör zu. Ich habe drei Mitverschwörer identifiziert. Sie treffen sich im Spatzlager zu einer geheimen Sitzung. Du musst unbedingt dorthin. Mein Teil der Mission ist damit beendet. Zum. Gib mir Deckung. Deckung. Okay, so. Wow. Okay, ja, man kann es auch übertreiben mit Waffen und so. Der Raketenwerferschuss kam von da irgendwo, aber... Leute, Leute, ey. Okay, ich kann hier nicht raus, bevor ich nicht die ganzen Typen gekillt habe, scheinbar. Macht schon, Jungs! Also mach ich das mal. Bam, bam, bam. So, noch einer? Oh ja, tatsächlich. Wo? Ah, da oben. Tschu, ihr macht's mir dann ganz schönen Stress, muss ich sagen. Und irgendwer tappt da vor der Tür herum. Wow. Ich denke, für den nehme ich mal die. Ah, verdammt. So. Okay, wir nehmen noch ein Medikit. Und wir haben eine Kalaschnikow. Oh, und die werden wir verwenden. Ey, Alter, wollt ihr mich verarschen? Was geht hier? Da. So. Noch ein Medikit. Boah. Ey, yo. Mach ihn fertig! Wir haben ihn. Wer sagt das? Wir werden ihn kriegen. Ja.
Okay, wo kommen die alle her und wo ist noch wer? Ich höre Schüsse, aber ich sehe jetzt gerade keinen. Da oben rechts war, glaube ich, noch ein. Ah! Hallo! Na, komm. Einmal noch. Mit der Schrotflinte geht wirklich alles. Und da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Ah, okay, ich wechsle auf meine Waffe, damit das schneller geht. Ah, jedes Mal, wenn ich eine Waffe nehme, muss ich nachladen. Verdammt. Okay. Oh, okay, der Hubschrauber ist nicht unserer. Habe ich gerade gemerkt. Muss ich den jetzt runterholen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Oh, ich bin gleich tot. Und ich habe keine Medikits mehr. Ach so, die haben ja gar keine Onboard-Maschinengewehre. Ich habe schon geglaubt. Ja, dann kill ich die natürlich einfach so. Wenn ich sie treffe. Bin ich zu blöd, oder? Okay, wir nehmen die Pistole. Nachladen, wie immer natürlich. Okay. Da ist Kim, ich hol sie raus. Ja, holt die mal raus. Ich hol mir da mal Munition. Komm schon, lass uns verschwinden. Ich wusste, dass sie ihr nicht trauen können. Oh, die hat mich verraten. So eine Sau. Jag das Haus in die Luft. What? Wer sagt das schon wieder? Ah, okay. Jetzt kann ich da drüben raus, scheinbar. Mal gucken. Kann ich die Munition nehmen? Aber ich könnte ein Medikit nehmen. So, und wer hat da geschossen? Hallo? Ah. Nachladen, verdammt. Okay, das war weniger cool. So. Tum-tum-tum. Ganz schön stressig das Ganze, muss ich sagen. Ist hier ein Medikit. Yay. Und Munition, was ist das für eine Munition? Eigentlich. Egal. Man, stirbt doch endlich der Sack. Na, endlich. Okay, die Maschinengewehre gefallen mir irgendwie nicht so ganz. Okay. Die Bäume, ich hasse die. Oh. Ich hasse die Bäume, weil man die Gegner nicht sieht und die sehen einen aber schon. Oh, okay. Oh, hey. Nein! Nein, ich bin doch noch so jung. Ich verliere das Bewusstsein. Ta-ta-ta-ta. Nein, kein Ta-ta-ta-ta. Hm, Cutscene. Hier ist er. Tötet ihn nicht! Geile Videoqualität. In Block C erwartet. Aber jetzt ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich hab's gewusst. Ha. Ja, und was wir hier in dem Gefängnis machen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dennsen.